Vorstellungskraft erschafft aus dem Nichts heraus. Und das ist auch der Grund, warum es weder Glaubenssätze aufzulösen gibt oder Ursachenforschung zu betreiben gibt. Ja, ich muss mich nicht fragen, warum bin ich jetzt in dieser Lage oder in dieser Lage, sondern die Vorstellungskraft kann mich eben von jetzt auf gleich von A nach B bringen oder von A nach C oder von A nach Z. Also wo auch immer ich hin will, kann die Vorstellungskraft mich augenblicklich hinbringen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn dem nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, dass ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten? Ja, wer ist hier der Vater in diesem Zitat? Das ist deine Vorstellungskraft, dein Bewusstsein, deine Schöpferkraft. Viele Wohnungen ist eine wunderbare Metapher für viele Bewusstseinszustände oder eher unendlich viele Bewusstseinszustände. Ja, wenn ich also das Beispiel nehme Krankheit, wenn ich krank bin, dann muss ich mich nicht erst fragen, wie kann ich gesund werden, welche Wege gibt es. Ich muss nicht schauen, wie komme ich durch den Flur in das andere Zimmer, in das Zimmer der Gesundheit, sondern ich kann mich eben augenblicklich im Zimmer der Gesundheit sehen. Ich kann augenblicklich die Welt aus dem Zimmer der Gesundheit betrachten. Ich kann meine Augen schließen und die Welt aus dem Zustand der Gesundheit betrachten. Auf die Welt blicken aus dem Zustand der Gesundheit. Ja, also was würden meine Freunde zu mir sagen? Wie würde ich mich verhalten? Was würde ich tun, was ich jetzt als kranker Mensch eben nicht tun kann? Das heißt, ich kann augenblicklich die Welt aus der Gesundheit wahrnehmen und muss nicht erst irgendwelche Glaubenssätze auflösen oder Wege ausarbeiten, wie ich eben von der Krankheit zur Gesundheit komme. All das kann ich in meiner Vorstellungskraft überspringen und das ist eben der Vater in mir, der diese Stätte bereitet. Ja, sobald ich die Augen schließe und mich gesund sehe, ist die Stätte bereitet. Mein Vater ist bereits, mein Bewusstsein, meine Vorstellungskraft ist bereits bei der Gesundheit. Die Stätte ist bereitet. Der Vater ist hingegangen, um mich dann zu ihm zu holen. Ja, das heißt, in der Außenwelt werde ich dann über eine Brücke von Ereignissen gehen, die mich eben vom Kranksein zum Gesundsein bringt. Aber ich muss nicht bewusst ausarbeiten, wie ich dorthin komme. Das ist nicht meine Aufgabe und das steht auch überhaupt nicht in meiner Macht. Also ich kann die Wege nicht ausarbeiten. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und darum lass das alles komplett weg. Also frage dich nicht, was es zu verändern gilt. Oder um eben bei dieser wunderbaren Metapher zu bleiben, frag dich nicht, wie komme ich vom einen Zimmer ins andere oder wie kann ich dieses Zimmer umgestalten, wie muss ich es umstellen, damit es mir gefällt. Nein. Wenn dir etwas nicht gefällt, frag dich, was will ich stattdessen? Schließ die Augen und stell dir vor, dass es bereits so ist. Ja, dann hast du das Zimmer gewechselt, du hast den Zustand gewechselt und blickst jetzt auf deine Welt, imaginativ, auf deine Welt aus dem Zustand des Gewünschten heraus. Und damit ist die Stätte bereitet. Ich öffne die Augen und ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Die Stätte ist aber bereitet. Mein Vater ist bereits in dem erwünschten Bewusstseinszustand und wird mich dann über eine Brücke von Ereignissen eben dahin ziehen, wo er ist. Zu der bereiteten Stätte. Ja, also diese komplette Mitte, diesen kompletten Weg kann ich eben komplett auslassen. Und diese Zimmer, die eben für diese unendlich vielen Bewusstseinszustände stehen, die sind für jeden jederzeit betretbar, denn jeder von uns hat eine Vorstellungskraft oder hat diese eine Vorstellungskraft. Und dementsprechend kann jeder von uns jedes Zimmer, jeden Bewusstseinszustand jederzeit beziehen. Ja, das ist, wir sind wie die Pilger, die eben durch Städte reisen. Wenn ich in einer Stadt bin und die Stadt mir nicht gefällt, dann gehe ich in eine andere Stadt. Ich brenne diese Stadt nicht nieder, sondern ich verlasse einfach die Stadt. Und nur weil ich die Stadt verlassen habe, hört die Stadt nicht auf zu existieren. Ja, ganz wichtig. Wenn ich krank bin und eben in den Zustand der Gesundheit gehe, dann habe ich die Krankheit nicht zerstört oder ich habe irgendwie die Krankheit vernichtet oder sowas. Nein, ich habe einfach wie der Pilger eben die Stadt verlassen und bin in eine andere Stadt gegangen, in die Stadt der Gesundheit. Das heißt, ich blicke jetzt aus dem Zustand der Gesundheit auf meine Welt und werde dementsprechend auch Gesundheit in meiner Welt erfahren. Der Zustand der Krankheit ist aber immer noch da und immer noch für jeden frei betretbar. Ja, also wir wandern einfach durch Bewusstseinszustände. Wir verändern keine Zustände, wir zerstören keine Zustände und wir versuchen auch nicht, die Wege auszuarbeiten, um von einem Zustand in den anderen zu kommen. Denn das muss ich nicht. Du kannst jetzt deine Augen schließen. Und egal, wo du gerade bist, du kannst dir vorstellen, dass du in der Karibik am Strand liegst. Das kannst du. Du musst nicht erst in deiner Vorstellung überlegen, wie komme ich da hin? Im Moment, ich muss ja durch meine Wohnung gehen, dann muss ich zum Flughafen fahren, dann muss ich den Flug nehmen. Nee, du kannst jetzt die Augen schließen und direkt bist du am Strand. Ne, das heißt, diese ganzen Wege sind nicht deine Aufgabe.
Also frage dich, was möchte ich? Welches Zimmer möchte ich bewohnen? Welchen Zustand möchte ich bewohnen? Was ist mein Wunsch? Sei es, ich bin krank, möchte gesund sein. Sei es, ich bin hochverschuldet, möchte finanziell frei sein. Dann imaginiere ich nicht irgendwie Schuldenfreiheit oder dass ich diesen Schuldenberg abarbeite, sondern aus diesen hohen Schulden schließe ich meine Augen und imaginiere eben finanzielle Freiheit, ja, finanziellen Überfluss. Ich überspringe sämtliche Schritte. Das eine Zimmer ist nicht abhängig vom anderen. Der eine Zustand ist nicht abhängig vom anderen. Und auch dieser chronologische Weg dorthin, der ist eine reine Illusion. Ja, im Außen, wie gesagt, wird es eine Brücke von Ereignissen geben, die dich dann eben aus diesem Schuldenberg in die finanzielle Freiheit führt. Welche Wege das auch immer sind. Ne, nochmal, die Wege des Herrn, deines Bewusstseins, deiner Vorstellungskraft sind unergründlich. Aber entscheidend ist, was du imaginierst. Das ist das Antriebselement. Das ist das, was überhaupt erstmal dann diese ganze Brücke von Ereignissen auslöst. Und da ist eben entscheidend, dass du direkt ans Ende gehst, wie Neville es sagen würde. Ja, gehe immer ans Ende. Nicht Schuldenfreiheit, sondern nein, finanzielle Fülle. Nicht die Krankheit wegimaginieren, sondern nein, absolute Gesundheit. Ich tue all die Dinge, die ich tun würde, wenn ich jetzt absolut gesund wäre. Ja, oder wenn ich alleine bin und mir eine Partnerschaft wünsche, nicht wie ich jemanden kennenlerne, wo lerne ich jemanden kennen und da irgendwie irgendwelche Wege ausarbeiten, sondern ich bin jetzt in einer erfüllten Partnerschaft. Ja, und da nimmst du dir eine simple Szene, konstruierst eine simple Szene, die eben impliziert, dass es bereits so ist. Nicht, dass es so wird oder gerade dabei ist zu werden oder sich gerade erfüllt, sondern dass es bereits so ist. Ja, wie würdest du zu Bett gehen, wenn du XY hättest? Wie würdest du aufstehen? Ja, wenn ich in einer Partnerschaft bin, okay, würde ich dann statt einem Kaffee zwei Kaffee kochen? Ja, also eine simple alltägliche Aktivität, die aber eben impliziert, dass mein Wunsch bereits erfüllt ist. Und dann ist die Stätte bereitet. Mein Vater, meine Vorstellungskraft hat die Stätte bereitet, denn ich habe es ja in meiner Vorstellungskraft, mein Vater, erfahren. Ich habe es spirituell erfahren. Die Stätte ist bereitet, es ist erschaffen. Und jetzt werde ich über eine Brücke von Ereignissen gehen und werde eben dem, was ich erschaffen habe, begegnen, weil mein Vater, meine Vorstellungskraft, mich eben zu sich ziehen wird über diese Brücke von Ereignissen. Das also dazu, ja, keine Glaubenssätze auflösen, keine Ursachenforschung, sondern die einzige Frage, die du dir immer stellen solltest, ist, was will ich jetzt? Ja, was ist mein Verlangen, mein Wunsch im Jetzt? Und dann nehme ich an, dass es bereits so ist. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kleine Anmerkung noch, das Buch Unter ihrem Befehl und das Buch Dein Glaube ist dein Schicksal, also die ersten beiden Bücher von Neville Goddard, sind noch bis einschließlich Montag kostenlos auf Amazon als E-Book erhältlich. Ich poste dir den Link auch nochmal in die Beschreibung oder in die Kommentare. Ja, klick da gerne mal drauf und lad dir das E-Book runter. Du kannst es jetzt einfach kostenlos kaufen sozusagen und dann jederzeit lesen. Aber das ist eben nur bis einschließlich Montag. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.